Okay. Und D4. D5. So. Was sehen wir? Damengambit, Londoner System. Martin Kohn denkt hier schon nach, noch nie gesehen. Damengambit. Was für eine Eröffnung empfiehlst du für Anfänger gegen D4? Angenommenes Damengambit. Echt, warum? Es ist leicht zu erlernen, es ist relativ forciert. Man kann, es ist ein gut, einfacher Einstieg und man muss nicht so viel Theorie lernen. Und es ist eine Ja. seriöse Eröffnung. Ja, ich hatte auch angenommen, es damit überlegt. Was hältst du von Wolga mit? Nein, man kommt da nicht rein. Anfänger spielen keinen mit Weiß nicht, Wolga. Zu viele Möglichkeiten, vorher abzuweichen. Okay. Also das, der Expected Value ist extrem niedrig bei Wolga Gambit auf dem Niveau. Was meinst du jetzt mit Expected Value oder so, dass du es aufs Brett bekommst oder Genau, was? der ist vielleicht bei 20% höchstens. Ja gut, Das aber es heißt, geht ja schon damit los, dass kaum jemand D4 spielt, ne? Aber dann kriegst du es was vielleicht, da soll? kriegst du nie aufs Brett. Du lernst eine Öffnung, die du nie aufs Brett kriegst am Anfang. Ja, naja. Aber was machen die Leute nach D4, Springer F6, machen sie dann Läufer F4? Gut, das können sie ja gegen Nein, Springer Angriffsdamengambit auch. F3 einfach zum Beispiel. Ja gut, und dann Da musst du schon C5 machen, dann muss Weiß D5 C5. machen und dann bist du in dieser Variante mit Dame B6. Ne? Also hat auch nichts mit Anfängerschach mehr zu tun. Nee. Wolga Wie, nach Gambit ist. C5, D5 musst du Dame B, was? Was? Dame B6 spielen? Ja, es gibt ja die Variante mit Dame B6 dann. Wenn Läufer, warte mal. D4, Springer F6, Springer F3, C5, D5. Was spielt man jetzt hier mit Schwarz? Ja, gibt B5, viele B5, Züge, ne? B5 ist der Hauptzug. Ja, Und dann Läufer ja. G5 und dann ist der Hauptzug Dame B6. Ach so, ja, gut. Aber viele spielen auch nicht D5, die spielen dann E3, C3. Auf C5 spielt kaum einer D5, sondern Springer F3, CD4, Springer D4. Aber das ist ja gut. Ich meine, das ist ja Nein. gut. Dann sind sie ja direkt in der guten Stellung. Was heißt gute Stellung? Das ist einfach irgendeine Stellung. Das ist Naja, wenn nach C5 Springer F3 kommt, CD4 Springer D4 ein bisschen E5. Englisch, ne? Oder was auch immer das Nee. ist. Das ist nicht besser für Schwarz. Das ist eine ganz normale Spielstellung. Das hat zum Beispiel Gusti hat das sehr viel gespielt mit Springer F3. Also generell, wenn der Expected Value niedrig ist, dann rate ich davon ab, ja. Zum Beispiel ist der Expected Value bei Sizilianisch Mora Gambit sehr hoch bei Anfängern, weil die meisten nehmen automatisch raus auf C3. Ja, Das heißt, klar, nehmen wir raus. du kriegst es fast immer, wenn jemand Sizilianisch spielt. Dann. Ja. Ja, ich habe einen Schüler und ich habe mich gefragt, wir schauen ein bisschen Öffnung an. Und gegen E4 ist nicht so schwer. Aber gegen D4 ist nicht so klar. Und er mag Nee. angenommenes Damengambit, mag er nicht. Das habe ich ihm gezeigt, aber es hat ihm irgendwie nicht gefallen für eine Stellung. Jetzt muss ich irgendwas anderes überlegen. Was empfiehlst du auf E4? E5 ist ein guter Zug. Ja, klar, aber dann Russisch oder die italienischen Geschichten? Ja, hat er angefangen mit Russisch, aber es hat ihm jetzt auch nicht so gut gefallen. Von daher, zwei Springer spielen. Wie zwei Springer spielen. Ja, Meinst du mit also Schwarz? Springer F3, Springer C6. Das nennt sich zwei Springer spielen? Oh, nicht schlimm. Wenn die beiden Springer rauskommen, nennt man es zwei Springer Nee. spielen. Na klar. Nein. Two Knights Defense. Läufer C4, Springer F6, das ist Two Knights Defense. Ja, das meine ich doch. Achso, auf Läufer C4, Springer F6, okay. Ja, genau. Okay, Schwarz hat hier C4 gemacht, das war, glaube ich, ein Mausslip. Man nimmt eigentlich Ja, eher das auf könnte sein. D4, Ich das glaube, er ist ein wollte Mausslip. schlagen. Ja, er wollte schlagen, bestimmt. Weil jetzt hat Weiß einfach das Zentrum bekommen und das genießt er jetzt. Georg sagt D4 C5. Ja, aber D4 C5, das ist ja noch eine schlechtere Version als das Wolga mit quasi. Also. Na. Ja. Ja gut, was ist mit diesem, wie heißt das? Gegen Gambit? Nee, nicht gegen Gambit. Albins gegen Gambit? Schacher Nee, Henning nee. Gambit? Auf D4? Ah, Was nee, willst du also uns D4 sagen? Springer F6, C4, E5 meine ich das. Budapester Gambit? Ah, das Budapester Gambit, ja. Nein, warum willst du denn sowas empfehlen? Na, ich, also.
Ich habe das Gefühl, dass auf dem Niveau die Leute häufig nicht damit klarkommen, wenn sie früh angegangen werden. Das stimmt, das kann gut sein, ja. Kann gut sein. Ja, Aber aber Budapester Gambit ist relativ viel Theorie, ne? Da kannst du nicht einfach sagen, da machst du das, das. Weiß halt schon ja, das ist halt das relativ. Schöne beim Wolfgang-Gebiet, dachte ich, ne? Du hast so die Pläne und so weiter und ja. Gut, Ja, aber du kommst nicht klar. rein. Du kommst nicht rein. Ja, aber gut. Ganz klar, das ist eine gute Eröffnung. Darum geht es nicht. Das ist eine gute Eröffnung. Das Problem ist, du wirst es so gut wie nie aufs Brett bekommen. So, Weiß steht hier vielleicht etwas besser wegen des Zentrums, ne? Schönes Ja, ich Zentrum. meine, das ist wie eine Stelle, wo es katalanisch oder so, wo Schwarz noch normalerweise einen Bauern mehr hat. Hier hat Schwarz keinen Bauern mehr. Also ich denke, Weiß steht hier deutlich besser. Der Bauer auf C4 ist auch recht schwach. Also es ist ein Traum eigentlich für Weiß. Budapester Gambit mit Springer E4 statt Springer G4. Ja, es soll jetzt auch nicht komplett unseriös sein. Das ist auch. Das ist eben auch die Sache. Es gefällt mir halt bei Wolfgang Gambit, dass es so halb seriös ist. Also, das kann man auch ein bisschen länger spielen, jetzt nicht nur, wenn man nicht, ja, gerade angefangen hat. Aber klar, man kommt halt nicht rein. Ne? Aber auch so bei den anderen Eröffnungen, die ich ihm gezeigt habe, kommt halt auch, also kommt halt immer, es kommt halt E4, E5, Springer F3, Dame F6. Oder es ist halt. Also Öffnungen sind echt. Klar, wenn es dann mal klappt, dann schön und gut. Und die Weine aufs Brett kommen, aber häufig kommt halt irgendein Mist. Ja, das dachte ich auch, Nervalus, das dachte ich auch. So. Blumenfeld ist großartig. Ja, Blumenfeld gefällt mir auch ganz gut, aber Ja. da kommt man auch Kommt nicht man auch rein. nicht rein. Da Kommst du auch nicht rein, kannst vergessen. kommst du auch nicht rein. Nein. Das ist eine Eröffnung, die ist als Nebenrepertoire machbar. Wir sind alle nur wegen Tuxmania hier. Paff, kriegt er einen Arschtritt. So So, der kann. Bauer hängt. Ja, Springer A5. Springer A5 geht leider noch, ne? Springer E5. Aber man kann dann schön fesseln mit Dame A6 im Zweifelsfall. Oh, das wäre ja direkt aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, also jetzt wollen wir nicht mal die Engel an die Wand malen oder so, ne? Also, das, ja, sind wir auch weit entfernt. Spielen aber beide ordentlich bisher. Nicht zu schnell. Oh, Ah, ja. jetzt kommt der erste Fehler. Er kann den Bauern einfach nehmen. Hat er übersehen. Nimm das Ding weg. Ja, macht er. Hier. Nee, ich finde Nimm das E4, Ding E5 weg. ist super für Hier. Anfänger. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber gegen D4 ist es. Wobei D4 natürlich deutlich seltener kommt. Ne? Also, es ist echt. Das ist bei seinen Partien sind das 10% vielleicht oder weniger. Wobei er meinte, bei Chess.com, wenn die Leute mit D4 anfangen, dann geht er manchmal direkt raus. Was? Und da dachte ich, okay, wir sollten jetzt mal was anschauen. Wir sollten mal was anschauen Hast du, gehen. ist das ein Schüler oder was ist Ja, klar. Wie, du hast noch Schüler? Ich habe einen Schüler, Okay. Der muss einen richtig reichen Daddy haben, ja. Nee, der reichen Daddy hat er nicht. Ja, macht auch Spaß. Hat sich auch schon verbessert von so 1250 auf 1600 auf Lead Chess. Insofern, ja. Naja. So, Springer A5, ja, Weiß hat einen Bauern mehr, hat das Zentrum, ist natürlich eine sehr fette Stellung. Fette Stellung für Weiß. Sehr fett. Sehr fett. unglaublich fette Stellung, ja. Oh, sehr, sehr, sehr fette Stellung. Naja, richtig fett. Oh, da Ja. trieft das Fett so raus, Da ey. rief das Fett. Eieiei. Uiuiui, ui, da haben B5, ja, guter Zug, geht auf den Fabio. Springer. Fabio Skür, danke für's ab. Fabio, grüß dich, mein Lieber. B6. Ja. Guter Zug. Zeitlich so. Da geht noch was. Oh, 4-4. Wir brauchen eigentlich den Sieg jetzt. Witzig. Läufer B7 kommt, stell dich entgegen. Naja, Ey, Läufer witzig ist B7 ist der, auch okay. die Verlustpartien waren dermaßen für uns eigentlich. Ja. Naja. Naja. Ja, Naja. Ich meine, es passieren Fehler auf beiden Seiten, sehe ne? schon hier den nächsten Fehler. Du weißt, was ich sehe.
Wie, was? Nee, ich A4 sehe es nicht. hängt jetzt. Ja. Wie, das hast du schon gesehen, dass der A4 hängen wird? Ja, oder Springer B3 Gabel. Ne? Ja, okay. Ja. So. Oder beides, wenn es gut läuft. Oder Turm D3, Läufer B5 vielleicht. Turm Ja, Schwarz ist back E1. in business hier. Ja, Schwarz steht besser jetzt. Nicht mehr so fett. Ja, Weiß hat es versäumt, einfach mal seinen Springer nach D2 zu stellen. Die ganze Zeit. Ja, die nächste Gabel jetzt. Was ist die nächste? Aber jetzt kommt Du die hast es Gabel. gecallt. Das Ja. hast es gecallt. Da ist die Gabel. Da ist er. Ja, ich finde, gegen E4 kann man als Anfänger viel machen. Hier sagen die Leute auf Französisch und Skandinavisch. Ja, gut, ja. Ich finde aber E4, E5 sehr schön klassisch, ist wunderbar. Aber D4, D5 ist halt so, ist halt auch sehr trocken häufig, ne? Also, wenn die jetzt irgendwie Damen-Gambit spielen oder sowas, ist halt sehr trocken. Ja, und, naja. Dame Ja, A3, schöner Zug, Martin. starker Zug, starker Zug. Dame Ja, D2 geht natürlich leider hat nicht. Weiß jetzt nach und nach. Den Faden verloren, aber die Partie ist noch nicht vorbei. Dame D2 ist eigentlich noch, bleibt noch ein bisschen mein Leben. Oder vielleicht Dame D3, Springer G5 Ideen, wer weiß. Hallo, der Turm hängt. Achso, ja, Dame D2 sollte ich machen. Ja, er zieht nicht mehr, lässt die Zeit ablaufen. Alles hängt, alles eingestellt. Es ist vorbei gleich. Dame C3 hängt jetzt auch. So, das Comeback. Sind hier immer so Streaks, ne? Erst Ja, hast du ganz die komisch, Streak ne? vorgelegt, vier in Nee. Folge und jetzt bei mir drei in So, Folge. zwei, vier. Vielleicht noch nicht, aber hoffentlich. Und Dame H5 ist tatsächlich eine Idee, Ja, wenn er die man. E1 nicht einfach hängen will mit Schach, ne? Ja, aber wenn jetzt Schwarz auf D4 nimmt mit der Dame, dann. Nein, Dame H5! Nein! Oh, ach du Jemi, Limi, Yaminai, Läufer E8 oder was? Oh, Gottes Willen. Dame D3 oder. Oh, nee, Dame D3. Nee, ach Ja, der Gottes E6 hängt auch, wenn F7 Willen. hängt, Ja, der ne? E6. Oh Gott, oh nee. Man darf es nicht callen. Du hast mich gelockt. Läufer C2. Oh, schöner Zug, aber es hilft leider nicht. Dame F7, Springer E6. Dame G4 kann er noch am Leben bleiben. Hat keine Zeit, der lässt da blocken. A4, nimmt nicht auf E6, aber Naja, puh, kann das ist Dame schon. E6 spielen und Springer F7, ne? Super gefährlich. Ja, kann viel machen. Ja, jetzt Könnte viel vorbei. machen, Dame Oh A7. Gott. Was für ein Was? Quatsch. Achso, jetzt, ja, jetzt ist es vielleicht vorbei. Ja, so ein Springer Quatsch. E6, Springer E6, Dame Er E5, zieht nicht, ja. Turm Ja, G8, gut, komm, einmal es bitte droht erstmal matt, es denken. droht matt. Dame E5 oder Turm G8? Einer der beiden bitte. Einer der beiden bitte. Matt! Nein! Matt! In Nein! einem! Nein! Yes! Oh Gott, nein! Oh, nein! Ach Mann. Ich sag's dir doch, du darfst es nicht schon. Du sagst immer, es ist vorbei. Es ist aber nicht vorbei. Ah, Martin, schade, schade. Die letzte Drohung. Einmal Dame schlägt E5 und das war's. Bitter, 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 Souverän. bitter. Souveräner Bitter, bitter, Sieg. bitter. Souveräne Führung. Ja, Ja, da aber wird es völlig jetzt zu Recht, wahrscheinlich ne? hängen am Also ich Ende. meine, wir haben so viel verschenkt heute, da können wir auch ein Geschenk bekommen. Ja, aber jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren. Ja, jetzt nicht mehr. Aber vorher war es schon sehr, sehr in eure Richtung. Die Geschenke. Damit haben wir ein bisschen aufgeholt. So, jetzt der Tuxmanische Tiger. Alle im Chat schon völlig heiß hier. Alle wollen Tux sehen. Okay, Free Guy, jetzt mach mal hier. Mach den Ausgleich. Nix, Du bist Tux. da. Tux, du besorgst den Sieg hier. Alles Okay. andere. Wäre eine Schande, oder? Nee, das ist alles, was ich Okay. erwarte, ne? Den Sieg hier. Thank you.